1. Hallihallo, herzlich willkommen, liebe Leute, die Nachbarsbauern. Zwei ahnungslose voller. Warten Dank, ich umfallen, liebe Paletten. Im Wald, also zumindest fast im Wald, wir haben hier ein paar Fertigprodukte aus unserem Wald, die wir da geerntet haben. Frisch von den Bäumen runter. Die verlade ich gerade auf den Zug und ich glaube, der Gacki tut Gleiches, oder Gacki? Hallo? Ja, hallo. Ja, ich verlade nur nicht auf den Zug, sondern auf unseren Sprinter. Okay. Das mit den drei Paletten war gelogen. Da kloppen irgendwie noch immer mehr Papier aus dem Papierwerk raus. Das ist aber schade. Gibt Schlimmeres. Ja. Hier, die eine Palette, die da so in der letzten Folge so ein bisschen abhanden gekommen ist, die habe ich auch schon wieder geangelt. Die ist da. Ja. Das war ja ein wilder Flug. Ja, hier ist alles. Oh nein! Oh Gott, tja. Ich lade dann mal noch eine Palette mehr auf. Ah ja, okay. Oh. Ich hätte vielleicht doch Spanngurte gleich drum machen sollen. Wollte ich es einmal so machen, wie es Andi das immer macht. Ja, das ist ja. Und so die, die nächste fällt runter. Nein, nein, komm. Du hältst aber hier fest. Gott, das. Ja, unser Fertigbaumwand. Fertigwandbaum. Der war ganz schön ertragreich. Ja. Wird doch hier ein reines Chaos. Ach Quatsch, Sodom und Gomorra. Ja, oder so. So 20.45 Uhr, wir müssen immer noch arbeiten. Gibt es jetzt schon Nachtzuschlag, wenn wir hier so spät noch arbeiten müssen? Glaube nicht. Bei der Gewerkschaft anrufen hier. Wir sind selbstständig, da gibt es keine Zuschläge. Selbst und ständig, ne? Oh. So. Ah, jetzt sind es nur noch zwei. Es wird besser. Mein Plan, den Zug mal so richtig zu beladen, hat wieder nicht funktioniert. Ich kann die letzten Fertigbauwände trotzdem einfach wieder bis hinten drauf schmeißen. Naja, dann langweilig. Müssen wir das Papier umladen. Ja, jetzt habe ich schon angefangen, die Fertigbauwände drauf zu schmeißen. Ja. Nein, nicht aufs Dach vom Auto. Das ist schlecht. Wobei das auch ein bisschen unklug wäre, alle Fertigbauwände so hoch zu stapeln wie den einen Stapel. Meinst du? Vielleicht. Muss man ja alles wieder aufräumen. Wie gut die halten die da so halb runter. Oh, schnell. So. Ja, gut. Also an den Healthcare-Paletten sind halt einfach keine Spanngurte dran, aber das ist ja nichts Neues, wenn ich verlade, ne? Ah ja. So, gut. Die eine muss noch. Ich meine, theoretisch hätten wir noch Platz auf dem Zug, um es umzuladen, aber es wird halt dann. Glaube ich, irgendwann wird es ein bisschen affig, oder? Ja. Oh, nein.
ich hab drei Rollen der Länge nach gerade gemacht. Schon wieder. Warum machst du sowas? Ich weiß nicht, die Paletten mögen mich heute irgendwie nicht. Ja, das hab's ja bei mir am Anfang auch gemacht. Du musst sie nur erstmal so richtig zusammenstauchen, dann geht's. Achso. Muss dir mal zeigen, jetzt fliege ich schon wieder. Sag mal, was ist denn das? Jetzt liege ich auch noch. So, jetzt ist nur die Frage, wo ist die Palette? Das kannst aber auch nur du. Das kann... Hä? Ist es die nächste Palette verschwunden? Hallo? Ah, da im Wasser. Im Wasser. Oh Gott, dann können wir die mal schnell so hier rausbergen. Oh, das ist... Heute ist wirklich der Wurm drin. So, hat niemand gesehen. So. Auch wenn das jetzt ein bisschen abenteuerlich beladen aussieht. Oh, wieso ist da? Hä? Wo ist die jetzt hergekommen? Hä? Ich habe jetzt keine Lust. Was hast du denn? So. Hört sich alles sehr wild an, musst du denn. Och, nicht schon wieder. Gerade ein bisschen komisch alles hier. So, jetzt aber. Ist jetzt alles fest? Ich traue mich nicht hier, weil ich muss das von Hand kontrollieren. Ja, irgendwie ist heute der Wurm so ein bisschen drin. Ja, er auch. So. Das ist jetzt aber alles fest. Der ist auch fest. Gut. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwie nach Hause kommen. Ich riskiere es wieder hier unten längs zu fahren. Ich habe vielleicht ein bisschen Überbreite. So, also, oh ja, da drüben steht auch noch ein Fertigband. Dann stehen hier noch drei einzelne Paletten rum. Weiß man da auch noch irgendwo drauf. Ja, aber der Zug ist trotzdem gut voll geworden, also krass. Ja, guck mal, ich habe 14.000 Karton und 16.800 Papier dabei. Das ist auch nicht schlecht. Oh. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das ist so eine kleine Scheißplotte gespawnt. Ernst jetzt. Sägewerk. Hallo. Ui. Ja, und schon wieder hängen geblieben. Bist du da? Ich gleich. Du kannst du deinen Zug schon ein Stückchen vorfahren? Ich muss erstmal hier irgendwie oh ja, mit meinem Wagen hier über die Gleise kommen. Vielleicht ein bisschen mehr beladen. Ich bleibe irgendwie an gefühlt jeder zweiten Schwelle hängen. So. Da. Was? Zug vorfahren? Ja, aber ich würde vorher die Spanngurte nochmal lösen, wieder dran machen. Äh.
Und sachte vorfahren. Wollen wir jetzt weitermachen? Ah, jetzt. Ich hoffe, dass die Spannkurve jetzt wahnsinnig gut. Er zeigt es mir an. Warte mal, wir machen das, das sachte Vorfahren, mache ich ganz sachte. Muss nur sagen, wie weit. Okay, passt eigentlich schon. Das sanfte Vorfahren war Tempomat mit 1. Palette war... Warum? Warum? Die mal wegheben da bitte kurz. Okay. Bitte. Ich glaube, ich fahre einfach mal mit meinem tollen Papierwagen schon mal weg. Ja, mach das. Ich bin gleich da. Muss hier noch 2 Stapel hier verladen. Das muss ich mal gucken, ob jetzt fahre ich, glaube ich, hier durch. Sonst komme ich da drüben wieder nicht weiter. Oh, das sieht aber auch sehr abenteuerlich beladen aus. Ja, die eine, die ist so am Runterfallen gewesen. Ich habe gerade noch die Spanngurte dran bekommen. Sie hält, das ist das Wichtigste. Das ist das Wichtigste, das ist wohl wahr. Oh. Ja. Gibt's noch mal Kohle? Nein, ach komm. Paletten dazwischen die Waggons eingeworfen. Jetzt schmeiße ich die jetzt rauf und drauf. Macht doch bitte alle ganz kurz die Augen zu. Das habt ihr nie hier auf diesem Kanal gesehen. Das hat es hier noch nie gegeben. Und dann baue ich noch die eine Palette fertig, Baumwende da vorne. So. Nice. Es wird langsam. Könnte ich doch eigentlich, jetzt kann man kurz runter gehen und die Fassfabrik kaufen. Ja. Dann aber sehen wir auch. Du kannst doch kurz da bleiben, Gacki. Also, willst du. Du fährst. Ich guck nur zu. Warum guckst du nur zu? Weil ich habe mein beladenes Ding gefahren und dann fährst du dein beladenes Ding. Erst die großen, dann die kleinen Buchstaben, Gacki. Der zweite ist dann. Okay, machen wir alles weg. So, Tempomat auf 5 km/h in die andere Richtung. Achso, Es geht leider nicht. Das ist natürlich kacke. Da bräuchte man dieses, wie heißt das? Enhanced Vehicle Dingsbums? Ach nee, halt. Nicht. Es hält noch. Da ist eine Palette gefallen. Eine Bretterpalette. Und die da oben bewegen sich. Oh, da sind ein paar Fertigbauwände abgestürzt.
Vielleicht kannst du dir da noch auf den Zug irgendwo mit drauf. Hä? Wo kommt die jetzt hergeflogen? Okay. Irgendwie ist das nicht mehr so hochbeladen wie vorher. Ich weiß gar nicht warum. Kann ich auch nicht verstehen. Jetzt ist ja eh schon alles unter was, naja, bis auf die eine hier, aber. So. Ah, wo ist hier das rote X? Da. So. Oh, 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 da kommt schon wieder eine Palette geflogen. Ja. Wo? Hier, diese eine hier? Hier liegen oder? Drei Stück rum. Also hier ist eine Fertigbauwand. Au. So. Achso. Oh. Dann sind es noch die, die da vorne liegen. So, wir können hier schneller laufen. Wo habe ich das hingelegt? Was war ein schneller Laufen? Au. Wird immer langsamer. Ah, hier. Wenn wir ganz wild wären, könnten wir sagen, wir könnten gleich den Kredit komplett zurückzahlen. Schon. Aber da haben wir ja wieder nichts. Oh. Ne? Wo ist denn hier? Ach ja. So. Kannst du so schnell laufen mit der Palette in der Hand? Bei mir spackt die Palette jetzt schon voll um bei dreifacher Geschwindigkeit, ohne dass ich einen. Also ich habe auch dreifache Geschwindigkeit. Also mit Palette tue ich aber nicht rennen. Da tue ich normal laufen. Mit dreifacher. Okay. Dann geht es aber gerade so noch. Ja. Da tust du dann auch schon halb im Kopf hängen immer. Ja, ja, genau. Das hatte ich auch gerade eben. So, war da jetzt noch eine? Ja, eine Fertigbauung. Ja, genau. Da und liegt noch ein bisschen was. Ja. Hatte ich die... Ja. So, jetzt. Ja. Die Fertigbauwand. Immer diese Experimente hier. Ich habe mir gedacht, ich schieb sie dir ein bisschen entgegen. Nicht so weit zu laufen hast. Oh, so. Na denn. Ich habe ein Bett vorm Kopf. Ja. So. Gut, dann gehe ich jetzt aber noch schnell hier nach unten. Fassfabrik. Oh. So, was? Wir gucken nochmal. 460. Ja. Oh, zack. Das war's. So. Jetzt gucken wir mal, was wir hier brauchen. Fassfabrik. Eine Palette, lange Bretter wird schon wieder hier stehen. Lange Bretter und Metall brauchen wir. Ja, das ist jetzt. Das heißt, wenn wir jetzt ich denke mal, wir spulen gleich, dann ist am nächsten Morgen einiges da. Wollen wir noch schnell den LKW kaufen in der letzten Minute? Komm, ich kaufe den mal. Kannst du machen. Ich stehe schon hier unten beim Shop. Hier, der hier. Aber ich mache die ganzen ersten komischen Extras erstmal raus. Ne? Luftleitbleche und den ganzen Krempel. Kleine Motorisierung. Mach doch gleich groß. Wir haben doch jetzt Geld. Das kostet aber 204.000. Das sind 67.000 die große Motorisierung. Na gut, dann erstmal die kleinen. Dann gucken wir mal, wie er sich macht. Und aufrüsten kann man ja immer noch. Vielleicht ist es ja da genauso wie beim Kubota.
Mähwerk. Ja. Und dann kaufe ich noch einen Timberrunner. Ja. Weil, also dann würde ich, bevor wir den, die große Motorisierung holen, würde ich jetzt lieber noch mal einen zweiten LKW holen. Aber wir wollen ja den Radlader eigentlich auch noch, ne? Aber ja, ich würde sagen, wir mieten ihn erstmal. Wir gucken uns das erstmal an, oder? Dann miete ihn doch jetzt noch. Dann können wir in der nächsten Folge mit den Sachen ein bisschen spielen. Mieten 19.000 Euro die Stunde! Miet ihn mal noch nicht. Miet ihn noch nicht. Ja, weil am nächsten Tag werden wir vorspulen, genau, ne? Genau deswegen. Sehr gut. Okay. Ja, ich bin dran, ne? Ja. Ja, du bist dran. Ja, das war's von dieser Leute, liebe Leute. Wir haben jetzt knapp 500.000 Euro umgesetzt, die wir aber gleich schon wieder völlig ausgegeben haben. Weißt du, wie man das so halt macht, ne? Kaum ist Kohle da, bam, 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 raus mit den Scheinen. Ja, weil Geld stinkt und schimmelt hier, wenn das nur rumliegt. Das wollen wir nicht. Also, wenn euch sowas gefällt, dann einen Daumen da lassen und auf jeden Fall nächste Folge wieder mit einschalten. Tschüss. Ja, auch von mir kurz und knapp einschalten. Ansonsten auch mal auf Twitch vorbeigucken. Das war's auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.